Heute will ich nochmal auf den Chart gucken und zwar auf so zwei, drei Sachen hinweisen, nämlich einerseits natürlich, was ist da aktuell los, der Dow Jones beispielsweise, nachdem er ja nach dem Wochenende so schön nach oben geschossen war, hier sehen wir nochmal das Gap auf der Oberseite, alles wieder kaputt gemacht, der Markt wieder in sich zusammengeplumpst, also nichts geblieben von dem, was wir da gesehen haben. Und im Gegenteil, er ist sogar relativ zügig nach unten. Also das hier im 24-Stunden-Markt sozusagen hier der Terminkontrakt. Aber sehr, sehr scharf die Abwärtsbewegung. Und aktuell das, was wir nach oben sehen, hier im 5-Minuten-Chart noch ein bisschen genauer, ist es ganz klar nach oben gerichtet, ein Aufwärtstrend. Aber es ist eben entsprechend schwach und das ist eigentlich nicht das, was man sich wünscht. Theoretisch würde man jetzt sagen, naja, wir gehen ja mit der Trendrichtung und die ist nun mal ganz klar nach unten gerichtet, also irgendwie sowas in dieser Richtung. Ich würde also so etwas eher erwarten hier, aber dafür müssten wir vorher hier durch diese Tiefmarken nochmal durch und erst dann wäre das für mich tatsächlich eine Short-Überlegung. Insbesondere hier im kurzfristigen, was ich hier sehe, ist das ja nun wirklich gerade sehr, sehr dynamisch nach oben. Also wer würde denn an so einer Stelle gerne jetzt shorten? Also ich weiß es nicht. Es gibt natürlich einige, die sagen, ey, Oberseite, wir sind hier auf der Horizontallinie, wir haben einen Trendkanal, da geht doch was auf der Shortseite. Vielleicht kann man da sogar noch ein FIBO-Verhältnis finden, das ebenfalls für einen Dreh nach unten wieder einlädt. Das können wir gerade ausprobieren. Naja, so ungefähr die 50er-Marke. Das wäre ja schon mal was. Aber im vorauseilenden Gehorsam hier zu shorten, ist einfach ein relativ großes Risiko. Es gibt den Spruch, never catch a falling knife. Das sieht natürlich doof aus, wenn der Kurs nach oben schießt, aber never jump on a rising rocket oder wie man es auch immer sagen will. Also, es ist dann schwierig, da einfach in die eine oder in die andere Richtung entsprechend aus der Hüfte geschossen sich zu positionieren. Deshalb, meine Empfehlung, das, was ich typischerweise in der Situation mache, ist, hier genauer hingucken, zum Beispiel im 5-Minuten-Chart und dann gucken, kriegen wir eher sowas wie hier Wackeliges oder kriegen wir etwas Dynamisches in die entsprechende Richtung. Das ist mehr aussagefähig. Also erstmal die Dynamik abwarten, dann die Korrektur. Das geht natürlich nicht nur beim Dow Jones, das gibt es bei ganz vielen Stellen, zum Beispiel US-Dollar gegen japanische Yen habe ich sowas gerade eben gesehen, hier im Stundenchart, also nicht ganz kurzfristig, aber auch mal übergeordnet so ein Blick. Wir sehen, der Markt ganz klar in der Aufwärtsrichtung, immer mal so Schübe hoch, wackelig Schübe hoch, wackelig Schübe hoch, ABC hier. Dann gibt es mal eine größere Korrektur, die Schübe ganz klar nach oben, aber auch hier jetzt, dass wir nach unten sehen, ist nicht wirklich dynamisch und ein Klassiker wäre eben, auf der Unterseite genauer hinzugucken, Hausaufgabe gleich. Oder aber eben auf der Oberseite zu gucken, werden wir da getriggert, um dann da eine Position einzugehen. Das geht bei einzelnen Währungen natürlich, das geht bei Commodities, das geht bei Gold beispielsweise. Ich habe das hier mal im 4-Stunden-Chart, ebenfalls sehen wir hier klare Schubrichtung, das wackelig runter. Es ist natürlich ein gutes Stück hin bis dahin. Man hat aber, das finde ich, einen Vorteil und den wollte ich hier mal ein bisschen rausspielen. Man hat Zeit zu reagieren. Es geht nicht darum, nur wenn man mal Intraday handelt, dass man dann immer Gewehr bei Fuß in jeder Sekunde drauf gucken muss. Nein, wir haben, wenn wir solche Situationen sehen, sogar mehrere Stunden teilweise, hier jetzt in diesem Beispiel, Zeit, unsere Orders zu platzieren, das vorzubereiten, bevor wir dann da eben loslegen. Das Ganze geht natürlich auch auf viel kleineren Zeitebenen, wie eben schon angedeutet. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man dort dann eben auch für die ganz Begeisterten, die da 24 Stunden drauf gucken wollen, irgendwas finden kann. So, in diesem Sinne wünsche ich jetzt für heute erstmal gutes Gelingen mit den Ideen und Anregungen, die ich hier nochmal gebracht habe, aber natürlich auch mit dem Verfahren in Ihrem Lieblingsmarkt. In diesem Sinne für heute alles Gute. Bye-bye.